Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil von Der Eiskönigin. In dem letzten Video, in Teil Nummer 1 von Der Eiskönigin, da haben sich Elsa und Anna haben sich gestritten, ja? Sie haben sich gestritten und Ein Winter ist ausgebrochen in Arendelle und Elsa ist weggerannt und Anna ist ihr nachgerannt. Viel Spaß bei dem zweiten Teil von Der Eiskönigin. Elsa geht ganz weit weg, ja, ganz, ganz weit weg und sie nimmt ihre Krone und schmeißt sie weg. So, Krone ist weg und dann baut sie sich ein neues Zuhause, ein Schloss aus Eis. Und dabei singt sie, ja, sie singt, ich lass los, lass jetzt los. Ja, genau, sie singt und sie baut sich ein neues Zuhause. Anna geht Elsa nach. Und auf dem Weg, da trifft sie Christoph. Und Anna mag Christoph erst nicht. Nein, sie streiten sich viel und sie mag ihn erst nicht. Aber Christoph will ihr helfen. Christoph will ihr helfen, Elsa zu suchen. Und sie sind schon ganz nah bei Elsa, als sie Olaf finden. Sie finden Olaf und Olaf bringt die zwei zu Elsa. Olaf bringt Christoph und Anna zu Elsa. Und Anna sagt, Elsa, was machst du hier? Komm zurück nach Hause. Wir können dir helfen. Aber Elsa sagt, nein, 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 ich bleibe hier. Das ist mein neues Zuhause. Geh zurück nach Arendelle, Anna. Arendelle braucht dich. Aber Arendelle braucht nicht mich. Nein, ich bin zu gefährlich. Ja, ich bleibe hier. Elsa und Anna streiten sich wieder. Sie streiten sich und Anna sagt, komm zurück. Elsa sagt, nein, ich bleibe hier. Geh endlich weg. Sie streiten sich wieder und Elsa wird wieder sehr emotional. Und als sie sich streiten, da schießt Elsa Eis ab und das Eis trifft Anna diesmal mitten ins Herz. Und Anna wird wieder sehr krank und ihre Haare werden weiß. Ja, ihre Haare fangen an, weiß zu werden. Und dann kommt auch Christoph und Christoph sagt, komm Anna, es ist besser, wenn wir gehen. Aber Anna sagt, nein, ich gehe nicht ohne Elsa. Und Elsa sagt, doch, doch Anna, das wirst du. Und dann baut sie ein Schneemonster. Und Christoph und Olaf und Anna kämpfen. Sie kämpfen gegen das Schneemonster und sie besiegen. Sie besiegen das Schneemonster. Aber Anna wird immer mehr und mehr krank und schwach. Sie wird immer mehr krank und schwach und ihre Haare werden immer mehr weiß. Und Christoph bringt Anna zurück zu den Trollen. Aber die Trolle sagen,
tut mir leid, wir können Anna nicht mehr helfen. Nein, nur ein Akt der wahren Liebe kann Anna helfen. Und Anna sagt, ach, ich muss zu Prinz Hans. Prinz Hans muss mich küssen. Aha, das ist der Akt der wahren Liebe, der mich retten wird. Schnell, schnell, wir müssen zu Hans gehen. Also, Anna reitet schnell zurück nach Arendelle. Sie will Hans küssen. Wuhu! Anna ist zurück in Arendelle und hier ist Hans und sie sagt, Hans, hilf mir. Du bist der Einzige, der mich retten kann. Du musst mich küssen, sonst sterbe ich. Und Hans lehnt sich rüber zu Anna, aber er küsst sie nicht. Nein, er flüstert etwas in Annas Ohr und er flüstert, ach Anna, wenn es nur jemanden gäbe, der dich lieben würde, aber ich liebe dich nicht. Was? Hans ist nicht meine wahre Liebe? Und Anna wird immer schwächer und schwächer und kränker und kränker. Und ihre Haare sind jetzt schon ganz weiß. Elsa wird gefangen genommen. Ja, die anderen Leute nehmen sie fest und sie wird gefangen genommen. Anna realisiert, dass sie eigentlich Christoph liebt. Ja, und dann sagt sie, oh, ich muss Christoph küssen. Okay, also gehen wir jetzt Christoph küssen. Alles klar. Und Anna geht los, um Christoph zu suchen. Und Elsa kann sich befreien. Ja, sie kann sich befreien. Sie sind alle auf einem großen See. Ja, der See ist gefroren. Ja, das ist kein Wasser mehr. Das ist Eis. Gefroren. Der See ist gefroren. Da sind Elsa und Hans. Und Hans erzählt Elsa, dass Anna tot ist. Und er sagt, du hast deine Schwester umgebracht. Du hast deine Schwester getötet. Und Elsa wird ganz emotional und ein großer Sturm bricht aus. Ja, ein großer Sturm, ein Schneesturm bricht aus, weil Elsa so emotional ist. Sie ist so traurig. Sie glaubt es nicht, dass Anna tot ist. Was? Das kann nicht sein. Nein. Was habe ich getan? Oh Gott. Und hier kommt auch Anna. Anna sucht immer noch Christoph. Und Christoph kommt hier. Hier kommt Christoph und da kommt Anna. Und Anna sieht Christoph. Sie sagt, ah, es ist nicht mehr weit. Ich bin gleich da. Rette mich! Aber sie sieht auch Hans und Elsa. Elsa? Hans? Was macht Hans? Elsa ist auf dem Boden. Sie sitzt auf dem Boden und weint. Und Hans nimmt ein Schwert. Er will Elsa töten. Und er nimmt das Schwert und ist bereit, Elsa zu töten. Aber da kommt Anna. Und Anna stellt sich zwischen Elsa und Hans und sagt, nein! Und dann wird Anna
zu Eis. Anna ist jetzt Eis. Sie ist eine Eisstatue. Und Elsa dreht sich um und sagt, Anna, oh nein, Anna, was ist passiert? Was habe ich getan? Oh Gott, Anna. Ja, aber dann taut Anna auf. Ja, sie taut auf. Sie ist keine Eisstatue mehr. Anna hat Elsa gerettet. Anna hat ihre Schwester gerettet. Und sie liebt ihre Schwester so sehr, dass sie lieber Elsa gerettet hat als sich selbst. Anna ist nicht zu Christoph gegangen, um sich selbst zu retten. Nein, sie ist zu Hans und Elsa gegangen, um ihre Schwester zu retten. Und dieser Akt der wahren Liebe hat Anna gerettet. Anna haut Hans ins Gesicht. Und dann leben alle außer Hans. Alle anderen leben glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Die Eiskönigin ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Ich möchte wissen, welcher Disney-Film ist euer Lieblingsfilm? Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren und dann mache ich vielleicht auch ein Video über euren Lieblings-Disney-Film. Und vergesst nicht, gefällt mir zu drücken und zu abonnieren, falls euch diese Geschichte und dieses Video gefallen hat. Alles klar, tschüss!